Hallo Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 3. Ich bin mit unserer Truppe wieder hier beim Schloss Saronia. Da wir ja hier zuletzt diese türende Musik immer. Wir wollten hier zuletzt ja in der Schatzkammer noch unsere Belohnung holen. Das findet man hier bei diesem bröckeligen Weg. Hier kann man reinlaufen und dann schauen wir uns mal an, was wir alles bekommen haben. Leider nehme ich das gerade nochmal alles auf und weiß deswegen schon, was hier unten ist. Weil, ja, und meine Tonspur war komisch und der ganze Part und da ist nicht viel passiert und das hat mir alles nicht gefallen. Und deswegen mache ich das alles nochmal. Medusa-Pfeil kriegen wir. Rostiger Panzer. Bis ich nicht dusselig rede. Eisrute. Drachenhammer. Main Coach, oder wie man es ausspricht. Feuergrimoire. Gelehrtenhut. Golemstab. Eisgrimoire. Boomerang. Selenebogen. Blitzgrimoire. Und jetzt gehen wir die Treppe runter und haben auch coole Sachen bekommen. Man könnte meinen, hier sei nichts, aber hier ist wieder eine bröckelige Wand. Und hier kann man durchgehen. Und noch mehr Kisten. Fette Beute. Gaia-Weste. Wikinger-Rüstung. Drachenhelm. Erdglocke. Rostiger Panzer, der nur eins Abwehr hat. Und Wikingerhelm. Yeah. Das war unsere coole, fette Beute, die tatsächlich fett und cool war. Auch wenn da ein paar Sachen dabei waren, wie die rostige Rüstung, die kein Mensch braucht. So, wir gehen wieder raus. Weg von dieser blöden Musik. Tada! So, jetzt werde ich seinen Beruf ändern. Und es war ja zuletzt so, dass ich ihn eigentlich als Beschwörer haben wollte, um Sachen halt zu beschwören. Das kann aber angeblich irgendwie nur, ja, ein Evokateur. Und das finde ich ziemlich blöd, wenn ich das so richtig verstanden habe. Wir sind ja im Moment nur der Beschwörer und nicht der Evokateur. Und deswegen ist der Beschwörer wohl nicht so viel wert. Und dann braucht man das wohl auch nicht machen und bla bla. Und ich laufe jetzt hier doof rum, obwohl ich eigentlich in einen Innenladen wollte. Ich dachte, hier wäre immer einer gewesen. Ist aber anscheinend keiner. Ja, dann nicht. Will ich ja auch nicht sein. Tschüss. Dann war der hier oben. Ja, und der Beschwörer kann das wohl nicht so und ist deswegen auch wohl nicht so viel wert. Oder ich weiß auch nicht. Hier ist der Innenladen. Ach, dann gehen wir mal in der Nacht schlafen. Ich hab Hunger. Mach jetzt. Ich hab noch nicht gefrühstückt. So. Dann gehst du jetzt hier weg. Und dann fliegen wir mit unserem Schiffchen los. Ach so, vielleicht sollte ich ihn auch mal ausrüsten. Das ist nicht so schlau. Dafür muss aber Luneth wieder sein. Quatsch, Ingos muss wieder hier, ne? Das musst du ablegen. Das geht so nicht. Das geht nicht. So, das kannst du mit der Eisrute jetzt ersetzen. Du kriegst dein Blutschwert und dein Giftdolch. Und dann kriegst du deinen Eishelm und deine Eisrüstung. Und nix. Der Rest ist Pech. So. 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 Fliegen wir los. So, da ich den letzten Part jetzt irgendwie komplett rumgesucht habe, wo ich hin kann, mache ich jetzt direkt das, was ich gefunden habe. Das Einzige, was ich bisher noch gefunden hatte, war hier die Stelle. Bevor ich jetzt aber hingespeichert habe. Ja. Weil das ist immer klüger. Das ist immer klüger. Ja. Habe ich jetzt gespeichert? Ja. La 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 la. So, ich will jetzt wissen, was da unten ist. So. Tempel der Zeit. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Sollten wir nicht sogar hin? Oh oh. Oh, ich weiß doch gar nicht, wie stark die Gegner sind. Oh, scheiße. Die sind bestimmt voll stark. Den machen wir mal kalt.
wenn es denn geht. Oh, die hat gar keine Pfeile ausgerüstet. Refia, das geht jetzt nicht. Oh, das hat sie aber gut gemacht. Ja, nein. Mach es tot. Ja, Gott sei Dank. Das ist voll schwierig gelaufen. Die sind ganz schön stark. Ah, die Musik ist ja wohl echt cool hier unten. Gefällt mir. Laufen, 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 laufen. Ja, ich habe ein bisschen Schiss hier. Machst du mal eine Opferung? Was auch immer das heißt. Du kannst jetzt endlich mal deine Dinge ausrüsten. Rüsten mit heiligen Pfeilen, bitte. Und dann beschießt du die alle mal. Und du machst immer so Vita und so auf, weiß ich auch nicht wen. Hier, arg. Feuerer. Yeah! Die Opferung ist ja wohl mal echt cool. Die habe ich noch gar nicht ausprobiert gehabt. Voll so die Specials. Jawoll! Nicht mit uns. Wir sind die Krieger des Lichts. Oh, wir sind so cool. Hier kann man aber echt gut ableveln, glaube ich. Ich habe bestimmt voll die Kisten übersehen. Hier kann man hoch. Ja, das greifst du mal normal an. Du machst wieder Beschuss. Du machst Magie. Du machst Blitzra. Könnte besser sein. Aiska ist... Scheiße, Aiska. Ah, es ist schon wieder einer tot. Wie scheiße. Manno, warum? Blöde Seepferdchen hätten wir auch noch hingekriegt. Ja, ist der nächste dran. Das wird nix. Ich will weg hier aus dem Tempel. Mami. Ja, komm. Freut euch mal nicht so. Es gibt doch hier jetzt sowas von wegen, dass wir hier schnell abhauen können. Wo ist denn das? Beschwört Schokopo. Teleport. War das nicht das? Das ist dann Ingus und der kann das jetzt? Wann macht er das? Kann er das nur im Kampf? Oder kann er das auch so... Teleportiert die Gruppe aus Verliesen. Geht das? Das ist aber Stufe 3 und der kann das gar nicht. Ich glaube nicht, dass der das so kann. Sonst könnte der ja auch Vitra und das kann der auch nicht. Das ist voll der späte Zauber. Wir hatten doch aber noch sowas. Wir hatten doch irgendwie so ein... Das war aber ein Item, glaube ich. Dass man hier so raus sich... rausholen kann irgendwie. Ich habe das nur bisher nie benutzt. Deswegen weiß ich gerade nicht, wo das ist. Ist alles schon wieder so durcheinander. Ordne das mal. Genau. Benutzen. Wichtelbrot ruft eine Dingskarte aus. Das löst ein Erdbeben aus. Ist alles schön. Ich will hier raus. Wie denn? Das sind alles so die Rüstungssachen? Nee. Denn dann muss das ja so unter Krimskrams sein, oben eigentlich. Notausgang, da ist es doch. Teleportiert die Gruppe aus... Aber ich habe nur einen davon. Ich habe nur ein so ein Ding und ich weiß ja gar nicht, was noch kommt. Und meine Phönixfedern will ich jetzt nicht verbrauchen. Wer weiß, ob wir die mal in einem...
Wenn es mal mehrere Notausgänge zu kaufen gibt, sollte ich mir vielleicht noch mal mehr davon holen. Kann man die kaufen? Hallo, kann mir mal jemand antworten? Mano, ich weiß nicht, was ich machen soll. Die sterben mir hier sonst weg. Ja, dann sollen die sterben, oder? Ich versuch's mal so raus und wenn die sterben, sterben sie halt. Vielleicht habe ich ja Glück. Wenn ich jetzt so immer flüchte. Flüchtet mal. Flüchten. Ist jetzt wichtig, Leute. Ja? Flüchten. 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 Flüchten, flüchten, flüchten. Haut ihr mal bitte ab. Ey, ihr seid doch zu nichts zu gebrauchen, ihr Blödis. Ihr sollt abhauen. Jawohl, das war's dann wohl. Hau doch mal ab. Hau ab, du Vogel. Na endlich. Kurz vorm Sterben hier. Es lebt nur noch einer. Ingus halt. Ingus. Der macht das bestimmt alleine. Ganz toll. Der schafft das schon. Ist doch kein Problem für Ingus. Boah, hier voll die coolen Monster. Aber ich hab ein bisschen Schiss allein. Hau mal ab. Hau ab. Warum kann der das denn nicht? Was war das denn jetzt? Und ich stand vor der Tür. Oder einer Tür. Ich weiß nicht, ob das eine andere Tür war. Auf jeden Fall stand ich vor einer Tür. So, hier habe ich zuletzt irgendwie gespeichert, ja? War das so? Die Frage ist halt, ist es jetzt hier einfach zu schwer, wenn wir hier hin sollen? Dann vielleicht finden wir noch was anderes. Wenn das hier gerade zu schwer ist, hier wird es ja wohl noch mehr unter Wasser geben. Aber ich habe mich halt auch im letzten Part so ein bisschen dusselig gesucht hier. Und da war nichts. Will eigentlich nicht gerne in die Lösung gucken, aber ich glaube, das ist das Schnellste eigentlich. Zu schauen, wo man noch kann. Ich hatte noch halt was im Kopf, dass ich rechts irgendwie hin sollte. Aber ja. Ja, einfach mal gucken. Hier geht's auch nicht weiter, dann ist hier nix. Man denkt halt immer, hier ist was. Aber ich hatte das eigentlich schon im anderen Part, den ich halt jetzt euch vorenthalten habe, alles abgecheckt. Guck gerade mal, wo ich noch nicht war. Kannst du hier runter? Nee. In Flüssen auch nicht, okay. Waren wir denn noch gar nicht? Vielleicht bei dieser Insel hier. Da waren wir auch noch gar nicht. Hier so. Vielleicht ist hier ja was. Tatsächlich, da ist eine Höhle. Moment mal. Will ich hier mal speichern? So. Genau. Haben wir den Tempel der Zeit auf jeden Fall schon mal ein bisschen angetestet. Aber ich muss wahrscheinlich noch stärker werden dafür. Was ist hier? Versunkene Höhle. Ach, wie cool. Ja, das ist ja spannend hier. Aber ist bestimmt alles voll schwer hier für meine Krieger. Mehr Jungfrauen. Wie cool. Opfer dich mal. Oh, du hast wieder keine Pfeile ausgerüstet. Das vergesse ich immer. Aber sie macht immer trotzdem voll den Schaden, obwohl sie gar keine Pfeile hat. Habt ihr gut gemacht. So. Sehr gut. So soll's sein. Aber du musst jetzt mal Pfeile kriegen. Raus.
Och Manno. Greif mal einfach an. Wir versuchen das mal so. Und du machst mal Vita bitte. Mickey nebenbei immer sich schön heilen. Okay. Die schlagen ganz schön zurück. Der ist schon mal weg, das ist gut. Heilen, Ingus, heilen. Angriff. Angriff. Vita auf dich selber. Warte, machen wir mal was Stärkeres. Blitz. Das war gut. Refia, du machst das. Super. Sehr gut. Ja. Rechts lang. Oh, eine Schatzkiste. Tigerkrallen. Die Tigerkatze. Ja, das ist cool, aber wir sind ja jetzt gerade gar nicht so in der Berufsklasse mit Refia. Aber so eine Krallen haben ist natürlich auch cool. Mach mal Opferung und du beschießt jetzt. Du machst weiter bitte Vita auf dich selber. Und du machst weiter Blitz auf das Vieh. Ich finde, die Höhle geht gerade aber noch so. Wenn das weiterhin so läuft, schaffen wir das vielleicht. Aber wir wissen halt immer nie, was da für Bossgegner sind so später. Und ja. Ja, das war's schon wieder mit Ingus. Weil du dich mal wieder nicht schnell genug geheilt hast, du Vogel. Jetzt ist der Ingus wieder down. Das ist doch scheiße. Wegen dir, Ingus. Wegen dir. Muss ich jetzt wieder zurück. Voll die Greifen. Einer ist schon mal weg. Hoffentlich jetzt beide auf einmal. Jawohl. Die Opferung, das ist schon echt cool. Also ich wusste gar nicht, dass der das kann. So, und gehst wieder raus. Ja. So wird das nichts, Leute. Ich wollte diesmal nicht sterben. Opfer dich mal. Schnapp! Ja, es reicht jetzt. Ich finde es ja schön, dass wir von allem so ein bisschen was kennenlernen, aber ich würde es auch ganz gerne mal überleben. Ihr Schweinebacken. So, wo war das? Wir sind hier am Zipfel der Insel. Das muss ich mir jetzt merken. Weil wir müssen unsere Leute wieder beleben und der einzige Ort, der mir wieder einfällt, ist die doofe Insel da hinten. Die so weit weg ist. Ja, ja. Gut, dass unser Luftschiff so schnell ist. Das ist doch blöd, dass man immer so schnell stirbt. Selbst wenn ich jetzt gelevelt hätte, oder? Wo bin ich denn? Ach, zu weit hier. Da ist der olle Tempel der Zeit. Ja, weiß auch nicht. Muss man ja irgendwie mit Glück durchkommen, oder? Weiß auch nicht. Oh, Gott sei Dank kenne ich mich hier langsam aus. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Hier wollte ich hin. So. So.
lasse. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch gleich wieder heilen. Gute Nacht. Ich hab Hunger. Ich hab noch nicht gefrühstückt. So, Leute. Leute. Ja. Los, geschlafen, Stein. Weiter. Wir verlieren hier Zeit ohne Ende. Und ich hab da keine Lust zu. Ich will auch mal bei Final Fantasy weiterkommen dürfen. Das nervt, dass man immer ums Gebirge rum cruisen muss. Hier vielleicht noch was? Nö. Aber einfach mal hinschauen. Aber angeblich sollte hier irgendwas sein. Deswegen bin ich immer irritiert hier an der Stelle. Da ist aber nichts, oder? Nee. Und wenn man hier direkt... Ach nee, es geht ja gar nicht. Nee, dann nicht. Nö. Wir sind gleich wieder da. Und ich werde sowieso wieder sterben, weil meine Leute eh nicht stark genug sind. So. So, da sind wir. Muss aber wieder nach oben, um zu speichern. Und ich meine, das ist ja immer noch ein Training. Also solange ich das immer irgendwie so schaffe, dass die zwischendurch ableveln und so, das ist ja nicht schlecht. Dann schafft man das vielleicht auch. So, mal da rein. Machen wir das Ganze nochmal. Na. Es ist so gemein. Die Gegner sind immer so gemein. Ja, seine Stufe ist wieder gestiegen. Ist auch gut. So, jetzt werde ich aber gar nicht erst darauf warten, auf den nächsten Kampf, sondern den direkt wieder heilen. So. Oh, hier war noch eine Kiste, die wir nicht entdeckt hatten. Ein Chakram? Für wen ist denn das Chakram? Chakram. Das ist ja cool. Halalala, Xena. Chakram. 50 sogar. Nicht schlecht. Ist eine gute Waffe. Kann man nicht anders sagen. Natürlich werde ich angegriffen. Von irgendwelchen fliegenden Schneckenviechern. ...537, wollt ihr mich verarschen, ey. Der wäre ja schon wieder fast gestorben. Bitte opfer dich gut. Sehr gut, zwei sind weg. Vielleicht wuppt Ark den Rest. Das wäre super. Und er wuppt es. Yeah! Super. Super. Macht ihr gut, Leute.
weiter so. Aber es sind immer so kritische Geschichten hier, finde ich. Man wird immer so auf einmal so, bam. Nicht ohne. Dann könnte ja hier auch noch eine Kiste sein, ne? Ja, die unten hier. Ach, die hatten wir schon. Scheiße. Ich will jeden Weg spannen, damit wir keine Kämpfe haben. Auch wenn das eine blöde Denkweise ist, so, weil Leveln ist halt wichtig. Ey, das ist so stark. 500 ist echt der Hammer. Dass sie mir 500 abziehen. Die haben selber eigentlich gar nicht so viel, aber das ist schon krass. Also eigentlich kann man hier mega gut ableveln, ne? Und bevor ich jetzt hier weiterlaufe, finde ich, bringt das hier gerade nichts mehr, weil der Part endet jetzt und dann muss ich sonst wieder ein Stück weiterspielen und so. Und ich finde, wir haben das eigentlich ganz gut gemacht hier in der Höhle. Weil ich jetzt zwischendurch wieder abgelevelt habe und diesmal wart ihr dann dabei, so ein bisschen Training und so. Macht mir trotzdem ein bisschen Angst hier, muss ich sagen. Also es kann immer so bei jedem Kampf schief gehen. Nimm es jetzt mal eine High-Portion, lieber Ark. Na toll, das war ja voll falsch. Ich wollte das Arktis... Ja, jetzt habe ich mich vertan. Ja, der macht ja nicht so viel Schaden mit seinem Stab. Das ist Quatsch. Scheiße, tot. So schnell kann es gehen. Level-Ups für die anderen? Nee. Na gut. Trotzdem nicht schlecht gelaufen. Also richtig schlecht gelaufen ist es jetzt auch nicht. Vor allem haben wir den Tempel der Zeit und diese Höhle ein bisschen kennengelernt. Ich kann mir vorstellen, dass ich die Höhle eher gerade schaffe als den Tempel der Zeit. Und dann schaue ich auch nochmal irgendwie hintergrundinfomäßig, was gibt es hier noch an Inselsachen, wo sollte man eigentlich als erstes jetzt hin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.